kommen jetzt in den ersten Raum. Ja, das fällt jetzt auf. Mach mal auf. Ach du liebe Zeit, wo sollen wir denn hier lang? Seit wir hier sind, die Sonne ein bisschen raus und es wird doch deutlich wärmer noch mit der Sonneneinstrahlung. Also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, hier im Juli hinzureisen, wie wir es gemacht haben. Wenn man nicht ganz so regenscheu ist, ist das sicherlich besser auszuhalten. Nochmal ein kleiner Beweis, auch in Tokio kann die Sonne scheinen. Wir können unser Glück kaum fassen, aber es ist jetzt echt richtig warm. Also ein bisschen besser auszuhalten ist es tatsächlich, wenn die Sonne nicht scheint. Da wird jetzt eins gemacht. Was hast du denn da für ein tolles Eis? Zeig mal! Mit Zuckerwatte? Da sind unsere ja richtig langweilig gegeben. Warte mal. Was passiert damit? Die löst sich auf in den Mund. Ganz schnell, eine Sekunde und dann ist sie weg. Boah, ist ja gemein, ne? Aber ist lecker, ja? Wir sind jetzt hier immer noch im Diving City Tokyo Plaza. Da kann man so ein bisschen shoppen gehen. Ich muss mal eben Taschentücher bereitstellen. Kleckerst du? Hier seht ihr Gundam. Riesengroß. Leute, ohne Scheiß, das musste ich jetzt so überziehen für die Umkleidekabine. Der Sinn hat sich mir noch nicht erschlossen, zumal ich mich jetzt ausziehen muss und gar nicht weiß, wie ich das über den Kopf kriege. Wir sind nicht in New York, wir sind immer noch in Tokio, aber auch hier haben wir die Freiheitsstatue gerade entdeckt. Wenn ihr bis zum Ende lauft, dann bekommt ihr einen super Blick über die ganze... über das ganze Hafengebiet hier. Das ist hier immer noch die Station 07, direkt beim Hilton Hotel. So, schönen guten Morgen aus Tokio. Heute ist nun der dritte Tag bereits und wir haben so einiges auf dem Schirm, wie eigentlich jeden Tag. Heute geht es einmal zur Takeshita Street, das ist so diese, naja, wie soll man sagen, Hello Kitty Straße mehr oder minder.
wo es auch ganz viele Geschäfte und Läden gibt und man wieder allerlei Zeugs kaufen kann. Dann geht es zur Shibuya-Kreuzung, wo in den Grünphasen und zu den Stoßzeiten hier in Tokio bis zu 20.000 Menschen auf einmal über die Kreuzung laufen. Recht bekannt, kennt man glaube ich auch aus einigen Filmen. Und den Meiji-Schrein wollen wir besuchen. Also ein bisschen was Kulturelles ist ebenfalls noch mit dabei. Die drei Dinge haben wir auf dem Schirm. Eigentlich wollten wir noch zum Skytree Tower, aber wir müssen gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Wissen wir im Moment noch nicht, weil wir naja, leider auch so früh gar nicht loskommen, sondern mittlerweile schon 11:30 ist und das Ganze doch schon sehr anstrengend ist. Heute scheint das erste Mal auch ein Stück weit mehr die Sonne als in den letzten Tagen. Das macht es vielleicht auch nicht unbedingt leichter beim Laufen, aber in jedem Fall schöner und auch für die Videos und Fotos schöner. Und insofern melden wir uns später nochmal. Bis dahin, bye bye. Hallo, für viele, die sich jetzt fragen, wie das Reisen mit Kind so ist, wir haben ehrlich gesagt ziemlich großes Glück, dass wir so einen super pflegeleichten Sohn haben, der auch überhaupt keine Probleme beim Fliegen macht. Wir geben ihm vorm Start immer Nasenspray, damit er einfach den Druck auf den Ohren nicht so hat. Und Schlaftabletten. Das natürlich nicht. Aber wir haben auch echt Glück, dass er immer so von langen Streckenflügen um die 5-6 Stunden auf jeden Fall schläft. Gerade wenn wir einen Nachtflug haben, ist das kein Problem. Und er das Ganze auch echt gut mitmacht. Zumal er fitter ist als ich und diese ganzen Strecken, die wir hier so wandern, um die 8 bis 10 Kilometer am Tag kommen da schon zusammen, macht er ohne Gemecker mit und findet das auch alles interessant, zumal er Freude selber sammelt und sich die dann natürlich auch gerne anguckt. Ich muss links stehen. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Was muss man noch beachten? Kindermenü kann man, wie gesagt, im Flugzeug vorbestellen. Das macht Sinn, gerade wenn das Kind vielleicht Allergien hat, kann man das angeben und bestimmte Sachen raussuchen. Ansonsten viel zu beachten. Reiseapotheke, klar, muss man vorher packen, gerade weil in fremden Ländern diese Medikamente, wenn ein Kind die braucht, vielleicht nicht unbedingt gerade griffbereit sind oder es die überhaupt nicht hier gibt. Ansonsten machen wir das immer so, dass wir ein kleines Spielzeug kaufen, was er noch nicht kennt. Und dann ist er erstmal sowieso beschäftigt auf Langstreckenflügen. Was ins Gepäck sollte, wenn das Kind auch gerne malt, auf jeden Fall Stifte und Papier. Obwohl es die in den meisten Fliegern auf Langstrecke auch vom Flugpersonal gibt. Und vielleicht ein kleines Buch. Und ansonsten gibt es ja auch immer das Entertainment-Programm in den vorderen Sitz rein. Im Vordersitz auf dem Bildschirm. Fällt dir noch was ein? Im Moment nicht, aber später dann bestimmt. Okay, bis dann erstmal. Ja. So, wir sind jetzt angekommen am Gate von dem Schrein. Wir haben die grüne Linie genommen, die C-Linie, Kyoda Line heißt die. Entschuldigung. Und die fährt hier direkt hin zum Park. Station 03, C03 ist der Ausgang. Ganz toll ist, wenn man mal auf die Toilette muss und nicht weiß, wohin mit seinem Kleinkind, dann kann man das einfach hier kurz reinsetzen. Hier im Hintergrund sieht man verschiedene Sake-Fässer, die von den bekanntesten Sake-Brauereien hier dem Schrein angeboten werden, Jahr für Jahr, und damit erweisen die Brauereien ihren tiefsten Respekt gegenüber dem Schrein und dem Heiligtum. Der Meiji-Schrein, an dem wir uns jetzt befinden, der wurde 1920 fertiggestellt am 1. November. Der ist zu Ehren von Meiji Tanno und seiner Frau errichtet worden.
Er selbst ist 1912 gestorben und seine Frau 2 Jahre später. Von 1912 bis 1920 dauerten die Bauarbeiten auch an. Der 1. November 1920 ist der Jahrestag des Schreins und hier wird regelmäßig ein Herbstfest ausgerichtet. Der Schrein wurde 1945 von den amerikanischen Bomben total zerstört. Nach dem Kriegsende wurde er wieder aufgebaut, wo sich 110.000 freiwillige Helfer zusammentaten, um den Schrein wieder herzustellen. Die derzeitigen Bauten, die stammen aus dem Jahre 1958. Erwerben, sein persönliches Gebet draufschreiben und hier anhängen. So, wir waren jetzt eben am Meiji-Schrein und jetzt geht's weiter zur Takeshita Street. Das ist die, naja, einer der Einkaufsstraßen hier so ein bisschen auf Hello Kitty gemacht. Zumal das eigentlich auch ganz nah dran ist. Das heißt, wir brauchen nicht mit der Metro zu fahren, sondern man kann laufen. Das sind ungefähr 200 Meter, also roundabout 5 bis 10 Minuten zu Fuß. Es ist mega heiß, aber wir freuen uns jetzt auf die Takeshita Street. Bis später! Wir haben gerade gedacht, dass wir es geschafft haben und kommen jetzt um diese Kurve. Das geht noch bis da hinten weiter. Jetzt gehen wir erstmal aufs Essen. Nicht so. Hier gibt es Kartoffelchips mit Schokolade und Softeis. Ja, wer es mag. Ich habe einen Hundekaffee und einen Eierkaffee. Vor dem Kaufhaus Magnet, so heißt das. Hier kann man für 300 Yen ein Ticket kaufen und kann sich dann quasi bis zu 3 Stunden oben auf dieser Aussichtsplattform aufhalten und hat hier einen wunderbaren Ausblick auf die Kreuzung und kann das hier entsprechend filmen und fotografieren. Deck. Das ist das mittlere Deck. Und das ist wahnsinnig hoch. Der Fahrstuhl hat
50 Sekunden gebraucht und ist zwischendurch 600 km/h schnell gefahren.